Pablo Lustenberger, der Start, die Rückrunde ist Glück. Die 3 Punkte haben wir gegen Lugano. Ziel erreicht. Ja, definitiv. Ziel erreicht. Zu Null gespielt. Was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist in unserer Situation, dass wir hinten zu Null spielen. Aber ich glaube, wir haben genug offensive Power, um immer ein Goal zu schießen. Das haben wir heute gesehen. Und darum, glaube ich, wirklich das Minimalziel erreicht, gewonnen. Nicht schön gewonnen, muss man auch sagen. Aber ich habe vorhin so ein paar Spieler gesagt, ich glaube, so schlecht oder so wenig Chance habe ich daheim noch nie gehabt, in meinen knapp 2,5 Jahren zu bleiben. Und darum sind wir froh über den Sieg. Den nehmen wir gerne mit. Und ja, glaube ich, gibt uns Selbstvertrauen sicher auch für nächste Woche. Man muss ja auch gar nicht schön gewinnen, oder? Es geht ja echt darum, die 3 Punkte zu tun und so Selbstvertrauen aufzutanken, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Ich habe vor dem Match in der Kabine von der Mannschaft noch einmal gesagt, dass es geht nur darum, 18 Mal Top-Leistung abzurufen, beziehungsweise 18 Mal möglichst versuchen, die Spiele zu gewinnen. Und heute ist der erste Match. Es ist scheißegal, ob wir 5-0 gewinnen, wie das letzte Spiel in Lugano, ob wir 1-0 gewinnen. Es gibt 3 Punkte. Gibt uns ein gutes Gefühl für nächste Woche. Wenn man die Resultate anschaut von den Testspielen und jetzt das Resultat, das fällt schon sehr auf. Ihr habt mehr Gegengol bekommen. Jetzt das Null kann halten, aber auch viel weniger Goal geschossen. Darf man die Testspiele gar nicht überbewerten? Man darf sie in dem Sinne nicht überbewerten, dass glaube ich schon ein Unterschied ist, wenn du eine ganze Mannschaft kannst auswechseln kannst oder sagen wir mal 10 Spieler, 45 Spieler und dann neue 10 auf 45 Spieler oder 60 Spieler. Nur, also es ist immer ein Unterschied, ob du nur 60, 45 oder 90 spielst. Außerdem ist es ein Pflichtspiel, Es ist eine andere Intensität, es geht um mehr, es ist ein anderes Feeling, man ist anders angespannt vor dem Match. Und von dem her haben sie sicher Selbstvertrauen gegeben, die Testspiele, dass wir gewonnen haben, auch klar gewonnen haben. Aber man hat heute gesehen, dass sie nicht viel aussagen über einen Saisonstart. Das kann hart sein, das kann schwierig sein. Und darum sind wir umso glücklicher, dass wir gewonnen haben. Wenn wir heute das erste Mal gesehen haben, geht hinter dir im Goal Antonio Raggioppi. Wie ist das für dich als Captain, andere Stimme im Rücken zu haben? In dieser Saison schon so viele Goal hinten drin gehabt. Ich glaube, die haben sich daran gewöhnt. Nein, es ist, ich glaube, der Ando hat sich super eingefügt von Anfang an, vom ersten Testspiel an. Und hat heute mit seinem Musserisch Pass als 1-0 eingeleitet. Von dem her hat er seinen Job super gemacht, hat nicht viel zu tun gehabt. Ich glaube, wir haben wirklich wenig zugelassen. Sind definitiv sehr, sehr solid gestanden. Und für ihn freut es mich auch, dass er gut gestartet ist mit uns. Und das gibt ihm, denke ich, auch ein gutes Gefühl für die nächsten Wochen. Du hast vorhin gesagt, 18 Spiele sind es noch, die möglichst gut gestalten. Und dann ist das Ziel klar. Was vielleicht noch schnell uns mitnehmen in dein Innenleben, was sagst du der Mannschaft jetzt vor dieser Rückrunde? Was hast du gesagt und was nehmt ihr mit jetzt in die nächsten noch 17 Partien? Ich glaube, wir haben uns ein paar Schlagwörter aufgeschrieben, wo wir mit Leben füllen wollen. Und es sind gewisse Sachen dabei, die uns die letzten Jahre ausgezeichnet haben. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir so ein paar Schlagwörter in der Kabine haben, wo man sich immer wieder daran orientieren kann, wo man kann sagen, Jungs, hey, das haben wir uns vorgenommen. Oder immer wieder sagen wir mal, die Jungs ins Boot holen oder einfach jeden Spieler wieder daran erinnern. Hey, Jungs, das brauchen wir, um erfolgreich zu sein, weil das haben wir die letzten 4 Jahre gemacht und wir sind 4-mal Meister geworden. Darum ist das grosse Ziel, Meister zu werden, die 8-Punkte-Differenz aufzuholen. Und ich glaube, da haben wir heute den ersten Schritt gemacht, auch wenn Zürich gewonnen hat. Aber wir müssen auf uns schauen. Ich glaube, es bringt nichts auf die anderen zu schauen. Solange wir unser Spiel gewinnen, kommt das andere vielleicht von alleine. Und darum, Schritt 1 ist gemacht von 18 und jetzt geht es am Sonntag in St. Gallen weiter. Also, Captain, weiter so. Dankeschön, merci. Ciao zusammen. Christian Fasnacht, ein Sieg hat es gegeben, ein Goal von dir, das Entscheidende, aber es war ein ganzes Herzstück Arbeit gewesen, oder? Ja, definitiv. Sicherlich nicht unser bestes Spiel gewesen. Wir haben zwar viel Ballbesitz gehabt, das Spiel irgendwo durch einen Griff, aber wir sind nicht unbedingt zwingend worden, nicht die nötigen Chancen kreiert. Aber schlussendlich ist es trotzdem gut, wenn man so ein Spiel gewinnt. Es gibt Selbstvertrauen. Ich glaube, das war in der Vorrunde ein Problem gewesen. Wenn man es vergleicht mit den letzten Jahren, wo wir immer souverän waren, haben wir halt auch dieses Spiel gewonnen und dann sagt dann niemand etwas. Und jetzt ist es schön, wenn man trotz auch, wenn man nicht optimal spielt, dann 3 Punkte holt. Am Ende für das Goal hat es Inputs von der Bank gebraucht. Der Kanga und der Soleimani haben das Goal vorbereiten, was du dann gemacht hast. Hast du echt auf das gewartet? Oder wie gehen wir mit dieser Situation um, wenn man im Spiel ist und man merkt, irgendwie komme ich zu wenig zu diesen Chancen und dann kommt es vor der Bank? Ja, wir haben im Spiel selber gemerkt, in der Pause haben wir gesagt, Dinge so, es fehlt etwas. Obwohl man sich ja, oder wenn man es anspricht, ist es schwierig, um das zu verändern. Darum sind einmal Inputs von außen wirklich gut. Ein Spieler, der frisch reinkommt, der kann irgendwie eben wie heute dann den Unterschied ausmachen. Es klingt immer so blöd, wenn man sagt, man braucht alle. Aber es ist halt wirklich einmal so, dass Spieler von außen dann, du startest in ein Spiel, es wird so ein bisschen träge und wir schauen uns an und sagen, irgendwie müssen wir mehr machen, aber es funktioniert nicht. Und dann kann manchmal wirklich einer von außen kommen, der nicht im Spiel war, der einfach sein Ding dann macht und plötzlich Schwung reinbringt. Und so haben es die beiden gemacht, super durchkombiniert und dann mir super aufgeleitet. So.
Es braucht alle. Hast du so noch gedacht in den letzten Minuten, wo du schon noch recht zu kämpfen hast, du und glaube der Sandro Lauper, beide mit Krämpfen zu kämpfen, dann wünscht man sich noch eine Auswechslung mehr. Ja, gut, ich möchte immer fertig spielen, aber unter so Bedingungen denkst du dann, du möchtest der Mannschaft helfen, irgendwann fängt es an zu machen, du kannst gar nicht, der Kopf sagt, du musst, aber die Beine gehen nicht mehr. Aber dann beißt du einfach irgendwie durch und versuchst noch das Möglichste zu machen. Ich habe dann auch am Kanga gesagt, ich soll für mich bitte auf die Seite, ich bleibe in der Mitte vorne, dass ich noch irgendwie der Mannschaft so kann, die letzten Minuten Unterstützung bieten. Ja, aber es hat dann gelangen, dass wir trotzdem, der Sand und ich, noch Krampfverschiedenungen hatten. Gut, wir sind froh, wir sind wieder zurück. Gratulation zum Sieg. Merci vielmals.